Ich denke, wie ich raushöre, denkst du, dass es diesen Gott gibt, ne? Ja. Kannst du vor ihm bestehen, nach diesem Tag, wenn ich das nehme, was du heute alles gedacht hast, was du heute alles gesagt hast, vor diesem heiligen Gott, könntest du bestehen? Schwierig. Habt ihr schon mal gelogen? Ja. Schon mal geklaut? Noch nie, auch nicht als Kind oder so? Ich überlege gerade. Also ich habe schon mal geklaut. Alle haben schon mal geklaut, oder? Im Kindergarten. Aber ja, du hast schon mal geklaut, ja, ne? Dann, ja. Wer sind wir dann? Wir sind Diebe und wir sind Lügner, oder? Können Diebe und Lügner im Himmel sein bei Gott? Ich glaube, dass man sich ein bisschen jetzt nicht ganz reinwaschen. Also das, was ich sozusagen mal geklaut habe, so an Kleinigkeiten, das war jetzt nicht, ich irgendwie in seinen Hauptpunkt gut geklaut habe. Ja. Kann ich, glaube ich, mit vielen Sachen, wenn ich zum Beispiel Obdachlosen gebe, einfach wieder festmachen. Aber was ist dann mit den schlechten Dingen? Wo sind die? Also sind die einfach vergessen? Also ich denke, Gott vergisst nicht einfach, oder? Ich glaube, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, der einem belehrt, vielleicht eher belehrt, anstatt es vergessen zu lassen, dass man es vielleicht nicht mehr macht. Und ja. Jesus ist extra deswegen gekommen, weil er weiß, dass Joel und Mike Lügner sind und dass sie Diebe sind, das weiß er. Er weiß, dass Joel und Mike und deine anderen Jungs hier nicht vor Gott bestehen können. Das können wir nicht. Und deswegen kam Jesus.